So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Sidecast, beziehungsweise zu einer neuen Folge des Sidecasts. Und heute seht ihr ja auch als Bild auf YouTube, denn ein Sidecast im Monat kommt auch auf YouTube. Denn der Beste, beziehungsweise mit mehreren Personen, und das sind diesmal Fabian und Florian. Moin. Moinsen. Die beiden solltet ihr kennen auf jeden Fall aus den letzten Videos. So, oh, was heißt aus den letzten Videos? So aus Videos. Und mit Fabian habe ich auch den letzten Podcast aufgenommen, und zwar über das Thema Fußball. Und heute ist das Thema, Fabian? Social Media. Alter. Alter. Genau, wir reden heute über Social Media, über die verschiedensten Plattformen. Und ja, wie gesagt, als Videoform auch auf YouTube. Und ja, ich dachte mir, ich hole mir die beiden zur Seite, weil das sind Social Media Götter. Vor allem was Twitter angeht. Darüber lässt sich streiten, aber ich denke, wir haben sehr viel Erfahrung mit Twitter gesammelt. Ja, es ist sehr viel Positives und Negatives. Vielleicht eher Negatives, aber das werden wir schon sehen. Genau. Ja, wie wollen wir denn anfangen so? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der generellen Frage, beziehungsweise mit dem Vorstellen. Hatten Fabian und ich letztes Mal schon gemacht. Ja, Florian, stell dich mal kurz vor, so wie alt. Wie heißt du? Ja, gut. Hi, ich bin Florian, wie du gerade schon sagtest. Ich bin 18 Jahre alt und ich verbringe meine Zeit hauptsächlich online. Dementsprechend kann ich zu Social Media sehr viel sagen, denke ich. Und darum bin ich hier. Und ich bewerbe mich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, Fabian, kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen? So? Ja, hallo, ich bin Fabian, bin 16 Jahre alt und verbringe unterschiedlich viel Zeit auf Social Media. Eigentlich wollte ich eine Überleitung zu Social Media Gott machen, aber das finde ich halt leider nicht. Bin Social okay. Media Gott? Ja, Steven hat ja doch vorhin erwähnt, Social Media Götter. Ja. Sehr gut. Hast du vergessen? Genau. Genau, die Kanäle und so weiter von den beiden, vor allem Twitch, wo die beiden sehr aktiv sind, sind unten verlinkt. Natürlich, guckt gerne vorbei. Die beiden streamen sehr oft, ja, wie Twitch auch schon verrät, so. Damit können wir ja auch mal überleiten, bevor wir die Frage stellen mit der ersten Social-Media-Plattform. Ich nenne jetzt mal Twitch. Ich würde gerne mit Twitch anfangen, weil ihr damit sehr viel zu tun habt. Das ist ja auch eine Plattform, ja, die leider selbst erklärt. Was sind so eure Erfahrungen, vor allem wenn ihr das, ja, ihr habt das ja jetzt schon länger gemacht. Also, kann man Twitch so als Social Media Plattform bezeichnen? Ich habe es einfach mal so einbezogen als so ein Übergang in Social Media, so, weil ihr damit sehr viel zu tun habt und YouTube, ja, sollte ja für sich selbst. Ich finde Twitch ist auch eine Social Media Plattform definitiv. Ich würde es eher als Überleitung nutzen, einfach weil Twitch, da kannst du ja nicht direkt deine Meinung jetzt einfach so für alle kundtun. Du kannst es schon, indem du streamst. Aber ja, nein, mach aus der Perspektive, wie du dich als Streamer da wohlfühlst. Oder so. Du meinst, wie es mir als Streamer auf Twitch geht? Ja. Gut. Ja. Gut, genau. Also Standardantwort auf jeder WhatsApp. Vor allem in Bezug auf YouTube. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon auf YouTube gestreamt? Ich glaube, Florian, habe ich einen Stream gesehen. Aber sag erstmal so, was du an Twitch gut findest, weil ich denke mal, du streamst ja nicht nur, sondern du guckst oder ihr guckt auch andere Streams von anderen Streamern. Oh ja. Und was sind da so eure Erfahrungen, vor allem in Bezug auf Community, Umgang mit den Leuten und die Möglichkeiten auf Twitch? So. Also ich glaube, Twitch ist sehr, sehr variabel. Du kannst, egal was für ein Hobby oder so du hast, du findest zu allem was. Du findest selbst, wenn du Bock hast, abends einfach nur zu chillen und dir irgendwelche Schildkröten anzuschauen, wie sie durchs Wasser schwimmen, selbst dafür findest du einen Stream. Ich mache das jetzt aktiv, seit 2 Wochen schaue ich einen Stream, wo ich einfach nur Schildkröten zuschaue und fischen, und das ist einfach wunderbar. Du findest einfach gefühlt alles. Du findest sogar Angler auf Twitch, die einfach, wo du einfach sitzen kannst und mit denen chatten kannst, während sie angeln. Und Twitch hat einfach, ich glaube, Twitch ist so die Plattform, wo du am meisten Bindung zu deiner Community direkt hast. Ich meine, wenn du so andere Social-Media-Plattformen hast, da sind einfach, ja, da hast du nicht direkt so eine Bindung. Ich meine, du kriegst vielleicht hunderte Kommentare, aber im Endeffekt antwortest du auf 10, weil das einfach zu viele wird. Ja, ist das, ne? Wegen Live vor allem, wegen Live, weil ja, genau. Du kannst live ja, bist du auch noch. Genau, bei Videos hast du ja diese normalen Kommentare, auf die du antworten kannst, vor allem
Ja, als kleiner YouTuber antwortest du ja fast auf jeden Kommentar. Aber du hast, glaube Das. ich, auch wegen diesem Aspekt live und direkt Fragen beantworten und austauschen mit der Community, vor allem auf Twitch, einen anderen Kontakt als bei YouTube oder generell bei allen Social. Ja, bei allen würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem jetzt in Bezug auf YouTube-Videos. Das auf Bei jeden Fall. Twitch ist das Schöne, wenn du Zuschauer hast, die auch was in den Chat schreiben und dir dann Fragen gestellt werden, dann kannst du darauf halt instant eingehen. Es ist nicht so, dass du irgendwie eine halbe Stunde Verzögerung oder so hast. Kommt natürlich auch auf die Latenz an, die du eingestellt hast. Aber ich finde es wahnsinnig schön, diese Interaktion einfach zu haben, wenn Leute im Chat sind und ja, man sich einfach schnell miteinander austauschen kann. Finde ich wahnsinnig schön und wichtig vor allem. Ich glaube, das macht die Plattform auch ein wenig aus, einfach durch die Kommunikation und natürlich durch die ganzen Emotes, die man dann reinspammen kann. Das stimmt auf jeden Fall. Was glaube ich Also auch ganz gut ist, dass es wirklich für jeden was ist, ne? Also wirklich jeder, wenn er Bock hat, kann Streamer werden, so mit den einfachsten Sachen. Du brauchst ja nicht mal das teuerste Equipment oder sowas. Wenn du daran Spaß empfindest, dann hast du da die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen. So. ich glaube, ich glaube aber, das kannst du auch auf sämtliche Plattformen Ja. übertragen. So, wenn du Spaß an der Sache hast, dann kannst du es generell machen. Ja, Ich weiß jetzt nicht, bei Twitter ist es. zum Streaming ist halt Twitch am meisten so vertreten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die beste Möglichkeit ist, womit man mit Streaming starten sollte, aber auf Twitch hast du am meisten. Auf Twitch sind die meisten Leute, wenn du Streams schauen willst oder streamen selber willst. Dementsprechend bietet sich das ganz gut an, da auf jeden Fall zu streamen. Ja, das stimmt. Aber wie du es schon gesagt hast, Flo, ich glaube, dass du findest da auch wirklich alles, weil du findest ja auch diese Sequenz einfach Oh ja. labern so, wo Exakt. sich Just Leute chatting. einfach vor die Kamera setzen und mit anderen so über verschiedene Themen reden, halt so Podcast ähnlich, das heißt aber halt Interaktion direkt mit Leuten, Ja, so genau. mit über spezielle Themen, was die Plattform, denke ich, auch ausmacht, weil von Gaming früher war ja eher, oder es ist immer noch Gaming so die Oberhand so von allem, würde ich sagen, Würde ich und immer schon noch der sagen. größte Teil. Ja, würde ich Aber schon früher war sagen. es halt noch extremer. So, jetzt ist halt auch so die Szene labern, was weiß ich, noch hinzugekommen, so mehr dazugekommen und Ich mehr würde nicht vertreten. sagen, dass Gaming groß auf Twitch noch ist. Also schon definitiv, es macht definitiv noch einen sehr großen Teil aus, weil es halt verschiedene Games gibt und dann die Kategorien halt so eingeteilt sind. Aber ich glaube, mit der Zeit wurde jetzt halt eben auch, wie du schon gesagt hast, diese Just Chatting-Kategorie größer, dass einfach Leute da sitzen und chillen zusammen. So. Oder wie Flo sich einen Schildkröten-Stream seit mir 2 Wochen reinzieht. Also ich glaube auch diese Just Chatting-Kategorie ist definitiv größer geworden jetzt im Vergleich zu früher. Stimmt auf jeden Fall. Das geht halt in viele Richtungen, in der Vielfalt. Also Just Chatting ist auf jeden Fall größer geworden, aber ich würde immer noch sagen, Gaming hat die Überhand über Twitch. Okay, bei Valorant ist jetzt ein schöner Vergleich, weil Valorant war ja komplett im Hype. Oh ja, Die zum Beispiel. Million Zuschauer, die in dieser Kategorie am zweiten Tag oder am ersten Tag des Releases, der Key Releases, Ich würde sogar fast die sagen, da die ganze waren, Woche, oder? da wollte halt. Ich glaube sogar die ganze Woche. Also es ist sehr gut möglich, dass es die ganze Woche war. Da wollte ja unbedingt jeder einen Key und dann gab es 24-Stunden-Streams und all sowas, nur damit die Leute möglichst viele Keys irgendwie bekommen. Und halt, es ist auch eine gute Selbstpromotion, einfach weil viele Leute schauen diese Kategorie und wenn du gerade einen Beta-Key hast, dann kommen vielleicht mehrere Leute auf deinen Stream, weil du weniger Zuschauer hast und dadurch vielleicht die Chance größer ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Chance ist nicht größer dadurch. Ich glaube auch nicht. Und was auch Oberhand gewonnen hat bei Twitch, glaube ich, sind Reactions, oder? So einfach Reaction-Streams, wo ja Leute halt auf verschiedene Videos oder was weiß ich reacten. Bestes Ja, das stimmt. Beispiel dafür ist ja Montana Black so. Der reactet ja Oh auch. ja. Also nicht nur, der hat ja so einfach so ein Mix, ich würde sagen, so ein Mix. So, er packt manchmal was aus, er redet manchmal über Themen, manchmal zockt er auch. Das Also sind wir halt, bei der macht Just wirklich Chatting. alles so. Ja. Diesmal Aber schon ziemlich große so, welche Kategorie. Leute verfolgt ihr denn da auf Twitch? So Oh. genauer. Genauer ist Also halt, unterschiedlich, weil ja. ich habe viele englischsprachige Twitch-Streamer, die streamen dann, wie gesagt, halt jetzt so um den Dreh, wo es bei uns halt später ist, während es bei denen gerade morgen oder Mittag ist. So, und sonst halt
Taddel. Keine Ahnung, weil irgendwie, ich gucke meistens wegen einer Person, so, der ich eh schon gefolgt habe auf den unterschiedlichsten Social Media Kanälen. Und irgendwann bin ich so auf diese englischsprachigen gekommen. Bestes Beispiel Fatmeister oder auch Pokimane, all sowas, Offline TV Members. Und dann irgendwann, ja, keine Ahnung, hat es angefangen, dass ich mir diese Streams angeguckt habe, was diese Streams so lustig gemacht hat, weil ich sehe meistens auf YouTube halt Highlight-Videos von denen oder sonst was oder halt generelle Videos. Und dann ist es halt spannend, diese Highlight-Szenen, die im Stream passiert sind, selbst live zu sehen, anstatt in einem Video zu sehen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, diese Streamer zu gucken. So, ja. Ja. Also Bei ich dir glaube, ist so, Highlight-Videos also haben auch. ich gucke an sich nicht viele Streamer so. Aber weil halt, ja, ich bin mir halt unsicher so. Ich habe diesen Faktor nicht, den ihr habt, so weiß jetzt nicht. Ihr findet das ja interessant, sagen wir mal so, das nebenbei anzuhaben. Aber ich gucke mir halt in solcher Zeit halt eher so YouTube-Videos an, so längere YouTube-Videos, was weiß ich, so Dokumentation oder sowas. Das ist eher so mein Okay. Fall. Ja, nee, Aber so, jetzt du Dokumentation bist sind, ja glaube ich, auch, so. du guckst ja, denke ich mal, auch viel auf Twitch. Was ist so dein, was sind so deine Lieblings-Streamerinnen? Also ich muss sagen, die meiste Zeit, die ich auf Twitch verbringe, schaue ich tatsächlich die Rocket League E-Sport Livestreams. Oder halt, Ja, wie gut. jetzt zum Beispiel erwähnt, die Schildkröten-Livestreams, wo ich dann mit den Leuten einfach da sitze und chatte und mich über Schildkröten unterhalte. Oder über Oder Coins zum Gamble. Beispiel. Oder Gamble, genau. Also ich glaube, das große Teil in dem Stream, den ich da verbringe, ist einfach nur Gambling. Mit Chat-Coins, die man durch Zuschauen sammeln kann. Ja. Einige sagen, ich bin addicted. Der Streamer selbst denkt auch, ich bin addicted. Dadurch habe ich auch meinen VIP-Rang dort bekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich addicted bin. Werden wir sehen. Irgendwann bin ich verschuldet, weil ich irgendwie 200.000 Minus gemacht habe. Nee, I don't know. Uff. Weil sonst schaue ich relativ. Also, ich habe nicht viele feste Streamer, die ich schaue. Ich schaue halt, wie gesagt, die Rocket League Livestreams. Ich schaue zwei, drei englischsprachige größere Valorant-Streamer aktuell. Oder die auch andere Spiele machen, so wie Escape from Tarkov zum Beispiel. Aber ansonsten, wenn ich Twitch schaue, dann hauptsächlich kleinere Leute. Also jetzt nicht irgendwie einen mehrmals oder so, sondern ich schaue öfters bei verschiedenen kleineren Leuten rein und wechsle mich täglich ab mit irgendwelchen Streamern, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Meistens Just Chatting oder Vielfalt. Rocket League. Ja, tatsächlich. Vielfalt, Tatsächlich viel ja. Vielfalt. Ja, ich habe Genau. einen Twitch-Streamer vergessen. Ich schaue natürlich immer Drake 9, wenn er streamt. Welche Social Media Plattform war so eure erste Plattform, die ihr wirklich, sagen wir mal, nicht jetzt die ihr runtergeladen habt und dann nicht benutzt habt, sondern die ihr wirklich aktiv benutzt habt? Und wann war dies der Fall? Und wie lang? Oder benutzt ihr die heute noch? Oh Fangen wir Gott. mal gerne mit Fabian an oder Florian, keine Ahnung, wie ihr euch das Ja, einteilen wollt. erste Plattform, mit der ich Kontakt hatte, war definitiv YouTube. Und die benutze ich auch heute noch. Wie viel, weiß ich tatsächlich nicht. Also es gibt jetzt kein bestimmtes Limit, sage ich jetzt mal. Wann das ungefähr war, wann ich das erste Mal Kontakt damit hatte. Uff, also da müsste ich sehr jung gewesen sein. War auf jeden Fall noch Windows XP-Zeiten. Und dann halt random irgendwie im Internet mal eingegeben, was es so gibt. So dieses typische, ich google jetzt einfach mal was, weil Möglichkeiten und so. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber ich habe einfach random Stuff immer so gegoogelt. Und irgendwann kam dann diese Plattform YouTube. Und da waren Videos, die man sich angucken konnte. Und dann hat das alles damit irgendwie so begonnen. Krass, also bei mir war das Ja, relativ. interessant. Bei mir war das, also mir von Anfang an, ich weiß nicht, relativ bewusst, dass es sowas wie YouTube gibt. Seitdem irgendwie, ich glaube 2005, 2006 oder so, da kannte ich YouTube schon, habe mir so teilweise Videos angeschaut, die einfach so keinen wirklichen Sinn hatten, sondern ich habe einfach nur Videos geschaut, wenn ich Lust hatte, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Kinderserien mit 5 geschaut habe, dann habe ich mir YouTube-Videos angeschaut. Meistens englischsprachig. Keine Ahnung warum, ich habe noch nicht mal ansatzweise Deutsch sprechen, also Deutsch schreiben können, dementsprechend habe ich trotzdem englischsprachige Videos geschaut. Ich habe keine Ahnung warum, hat keinen Sinn. Aber ich habe relativ früh Du damit gestartet. kanntest Und ich würde sagen, meine. YouTube schon seit 2005, 2006? Ja, tatsächlich. Krass, da war die in Kinderschuhen. Weil 14. Februar 2005 ist ja YouTube erst so gegründet, entstanden. 2004 Wenn ich war mich das recht noch. Also, erinnere. YouTube-Urgesteine, ne? Es war nicht direkt YouTube damals, so wie wir es heute kennen, aber 2004 kam das ja schon
fing das ja schon an. Fun Fact, damals sollte es eigentlich gar keine Videoplattform so werden, wie sie heute ist. Damals sollte es einfach eine Dating-Plattform werden. Und die hat sich einfach Lol. zu YouTube, wie wir es heute kennen, entwickelt. Das ist ziemlich lustig. Als ich das damals gelesen habe, Kein. musste ich schon echt lachen, so. Ja, aber Ich meine bringe jetzt erste mal ein Social bisschen Media. Vielfalt rein. Achso, Okay. hm. Ja, ich Mein bringe jetzt erstes mal ein Social. bisschen Vielfalt rein, glaube ich. Weil ihr sagt ja beide YouTube war eure erste aktive Plattform. Bei mir war es tatsächlich Instagram. Okay. Das habe ich schon lange, also was, Krass. ja, habe ich schon lange vor YouTube benutzt. Krass. Und das kam, glaube ich, hauptsächlich auch dadurch, dass also man hatte so ein erstes Handy. Also ich hatte erst ein Tastenhandy bekommen und irgendwann habe ich halt ein Handy bekommen ohne Android und hat sich das alles so entwickelt. Und irgendwann habe ich dann so ein Billo Huawei-Handy bekommen, ne? Was so gerade Android hatte und so gelaufen ist halt, ne? Und irgendwann einfach durch die Schule, glaube ich, kam das auch einfach, dass immer mehr Leute das benutzt haben und ja, dann wollte man das halt auch einfach haben. Und ja, das war dann der, ich nenne es mal Gruppenzwang, würde ich es jetzt mal so sagen, warum man das dann benutzt hat. Und dann kam das so nach und nach, man hat sich da ein Konto eingerichtet, man sieht immer mehr Leute, die da irgendwas gemacht haben. Auch Instagram war früher komplett anders als heute. Oh ja, Allein oh schon was ja. die Bildbearbeitung angeht und muss man einfach True. nochmal vergleichen so. Und Das stimmt. ja, die hat sich auf jeden Fall entwickelt. Ob es nun ins Positive oder Negative ist, das kann man, glaube ich, auch so und so sagen. Also vieles hat sich, glaube ich, ins Positive bewegt, aber auch vieles ins Negative. Aber darauf wollen wir jetzt noch nicht so eingehen. Also ich glaube, Instagram war so das Erste, was ich wirklich aktiv benutzt habe. Und danach kam YouTube. Dann habe ich auch direkt einen YouTube-Kanal gemacht. Aber krank, dass deine erste Plattform Instagram war, durch Schule und so, durch Austausch. Ich muss Ich hätte sagen, jetzt einfach. ich habe nicht viel oder ich habe relativ spät angefangen mit sowas. Ich glaube, ich war Echt? erst, ah, lass mich nicht lügen, 2011 Oh, habe ich mit davor immer sowas erst angefangen. Pokémon-Karten gedealt. Ja, safe, ja, Ich Magic glaube, da war ich Arcana. schon früher auf Twitter als du auf Instagram. Ich glaube, so 2009 oder 10 habe ich mit Twitter angefangen. Dementsprechend war es auch meine erste Social Media Plattform so richtig. Ich würde das YouTube nicht als Social Media Plattform darstellen. Und das war schon echt früh. Das war, Ja gut, also, wenn ich das aber heute so sehe. YouTube bringt jetzt auch immer mehr Dinge rein, die das zu einer Social Media Plattform machen können. Zum Beispiel einfach diese Kommentarfunktion. Ich weiß es nicht. YouTuber können ja auch so statt einem Video so einen Kommentar hochladen. Ich weiß es nicht, wie Also eine das heißt. Nachricht Wisst ihr, was ich posten. meine? Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Und damit Gab es kann nicht man halt. sogar diesen Kanaldiskussionsbereich? Ja, gibt's immer noch. Den gibt's immer noch? Ich hab den noch Ja. nie genutzt, glaube ich, so wirklich. Nie Ich habe einmal genutzt. was reingeschrieben und das hatte zwei Okay. Likes, der Kommentar. Oh, nice. Uh. Ich glaube, Da hat einer dein davon war ich Internet-Fame und der andere angefangen. war Fabian. Wow. Ja, Als ob? also das wird nicht viel Kann ich. benutzt, aber YouTube bringt solche Sachen halt eben auch mit rein, glaube ich, um ja, einfach die Kommunikation zwischen YouTubern an sich und den Zuschauern, ja, die sozusagen näher zu bringen. Weil die haben ja jetzt auch, also man kann ja jetzt auch auf YouTube streamen, so, ich weiß es nicht, habt ihr vorhin, glaube ich, nicht gesagt, was bevorzugt ihr denn jetzt? Oh, fuck. Was bevorzugt ihr denn grundlegend? YouTube oder eher Twitch? Von den Funktionen her. Also, ich Ich. würde sagen, auf jeden Fall Twitch. YouTube, das Einzige, was YouTube mir bietet im Stream, ist, dass ich eine höhere Bitrate einstellen kann, um jetzt zum Beispiel auf 9000er Bitrate zu streamen, was dem Stream an sich eine bisschen bessere Qualität bieten würde. Aber dennoch finde ich es einfach, die restlichen Features da Twitch einfach ist meilenweit voraus. Ich meine, du hast, Noch wahrscheinlich. ja, ich weiß nicht, was YouTube noch in den nächsten Jahren machen wird, aber ich fühle Ja, mich auf Twitch eben. viel mehr wohler. Was das Streaming angeht, die ganze Oberfläche, die ganzen Möglichkeiten, die du als Streamer hast mit den die Mod-Ansicht, jetzt haben sie eine neue Mod-Ansicht hinzugefügt, die ist auch ziemlich cool mit der Werbung etc. Ich finde, als Streamer fühle ich mich auf Twitch auf jeden Fall noch viel wohler als auf YouTube aktuell. Da müssen die schon noch einiges Meinst machen. du, Steven, meinst du so allgemein die Plattform? Oder meinst du jetzt als Streamer? Als Streamer, weil ja gut, das andere Ja, kannst du ja nicht gut. vergleichen so. Gut, YouTube, mit YouTube-Streams habe ich mich jetzt halt noch nicht auseinandergesetzt. So, ungeklickt gucke ich. Aber sonst. Ja, Unge ist ja komplett auf YouTube umgestiegen. So, ja. Was ich aber Aber ich ultra muss auf cool jeden Fall finde an sagen. YouTube sind die 1-Euro-Mitgliedschaften. Da hast du mehr Leute, die dann auch diese Mitgliedschaft dich holen können. Bei Twitch hast du ja mindestens 5 Euro. Und nicht jeder hat jetzt einfach mal jeden Monat 5 Euro übrig für den Stream oder so. Weil du musst halt komplette 5 Euro hinblättern, um Emotes nutzen zu können. Mindestens 5 Euro. Und ich fände so eine 1-Euro-Subscription schon echt cool auf Twitch. Ja, Ich würde sagen, das so stimmt dir zu. Twitch hat, glaube ich, so allein, ich glaube,
Also auf jeden Fall gibt es das länger, das weiß ich auf jeden Fall. Also Twitch ist auf jeden Fall älter als die Möglichkeit auf YouTube zu streamen, oder? Oh, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Haben die dadurch einfach auch einen riesen Vorteil so. Und ich glaube, YouTube hat einfach versucht, das Gleiche aufzubauen wie bei Twitch und hat dann halt so ein, zwei Punkte versucht, besser zu machen als Twitch. Ja, und die anderen haben sie halt irgendwie verkackt, keine Ahnung. Also ich höre auch von den meisten, dass halt Twitch auf jeden Fall besser ist als YouTube, um zu streamen. Ja, aber es ist für jeden natürlich selbst subjektiv so. Ja, aber ich glaube jetzt so für das, was ihr meint, so mit für die Möglichkeiten, ist, glaube ich, Twitch auf jeden Fall besser. Hab ich halt so vorausgehört. Gerade eben hast du ja noch erwähnt, dass YouTube so versucht, diese Kommunikation mehr zu machen, so wie andere Plattformen. Hm. Benutzt ihr YouTube Stories? Habt ihr euch schon mal YouTube Stories angeguckt? Was ich interessant finde bei YouTube Stories, ich weiß nicht, ob das bei den Stories auch so ist, aber wenn du diese Kommentarfunktion oder irgendwie kann man so einen Kommentar hinzufügen oder auch eine Story, ja doch, bei der Story war das auch so. Was ich interessant finde, dass es nicht wie bei Instagram nach einem Tag weggeht, sondern du hast, ich glaube, eine Woche Zeit und dann wird das automatisch gelöscht. Kannst du zumindest so einstellen, so. Bei meisten YouTubern sehe ich die Stories so 5 Tage danach und dann gucke ich so nach, weiß ich nicht, 10 Tagen nochmal drauf und dann ist die Story weg, so. Okay. Also ich muss sagen, ich habe die YouTube-Stories auch tatsächlich sehr selten gesehen bis jetzt, aber ich schaue sie auch ab und zu mal rein. Aber ich finde, auf YouTube bekommt man die Stories nicht so gut mit, wie wenn du jetzt zum Beispiel auf einer anderen Social-Media-Plattform wie Instagram oder so deine Stories postest, da bekommst du das, beziehungsweise ich als Nutzer bekomme von anderen YouTubern oder Streamern oder was auch immer die Stories viel besser mit, als wenn ich jetzt auf YouTube mir die Stories anschaue. Ja, das ist allein schon das Ranking, ne? Oder? Ja, genau. Das ist allein schon das Ranking so. Wenn du guckst, Instagram macht das ja so, dass sie die Stories, sagen wir mal, ich glaube bewusst über den Post setzen so. Und dass du da sozusagen zuerst drauf guckst, weil du guckst ja meistens von oben nach unten so. Exakt. Und du hast es direkt im Blick. Und bei YouTube ist es halt irgendwie so, nur auf, wenn du auf den Kanal klickst oder vielleicht bei Aktuelles sogar dabei und dadurch siehst du das einfach nicht so schnell, so wie bei Instagram. Aber die YouTube-Stories kannst du auch nur auf dem Handy sehen, oder? Ich habe auch also ich hab's noch nie welche gesehen. Ich glaube auch. Ich auch noch nicht. Ja, eben. Deswegen, also selbst wenn du auf Instagram gehst, kannst du ja die Stories sehen. Ich muss ganz ehrlich aber auch sagen, dass ich die YouTube-Stories irgendwie, also erstens finde ich sie, man sieht sie nicht und man muss halt am Handy gucken, das finde ich schade. Zweitens finde ich sie auch tatsächlich unnötig. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie größer wird. Oder so, dass man da das mehr ausbaut oder so. Also es kann natürlich sein, dass sie das noch weiter bearbeiten, aber weiß nicht. Also aus meiner Sicht hat es einfach gar kein Potenzial auf YouTube, die Stories. Also ich meine, das ist zwar eine gute Idee, ich meine, auf WhatsApp oder so nutzen viele das, auf Instagram nutzen viele das, überall wo es möglich ist, wird das viel genutzt, auf Snapchat oder so. Und YouTube hat, glaube ich, einfach versucht mitzuziehen, um da ein bisschen mehr Nähe zu dem jeweiligen YouTuber reinzubringen. Die sind einfach voll gescheitert, finde ich. Also um dieses Thema jetzt nochmal so abzuschließen, mit YouTube, weil wir wollen jetzt auch langsam auf die anderen Social Medias, also so auf die richtigen grundlegenden Social Medias, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, übergreifen. Um das einfach abzuschließen, ich glaube, das ist einfach, dieser Wert ist immer noch der gleiche, der übermittelt wird. So dieses, mach was du willst, mach worauf du Bock hast, aber dann musst du wirklich auch von Anfang an diese Einstellung haben, mir sind Abonnenten egal. Weil du als in der heutigen Zeit hast es als YouTuber extrem, extrem schwer, sagen wir mal, Reichweite zu bekommen. Weil halt, sagen wir mal, viele diese Themen machen, die du bereits machst. Und dann, ja, interessiert sich halt, sagen wir mal, keiner mehr dafür. Und vieles gibt es halt doppelt, dreifach, ach, hundertfach sogar an Videos. Und es ist einfach jetzt in der jetzigen Zeit relativ oder generell sehr, sehr schwer an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da muss man sich halt damit irgendwie abfinden können, dass man halt, ja, das macht, worauf man Bock hat. Aber eben vielleicht das Risiko damit eingeht, dass man halt nicht die größte Reichweite bekommt. So. Das Ding ist, eigentlich steht YouTube ja für Broadcast Yourself. Aber ich glaube, viele vergessen das so und machen dann halt das, was in den Trends ist, machen das ja, dann so. Ja, deswegen auch um Klicks zu geiern, ne? Oder sowas halt, möglichst viel Geld zu generieren. Das hat sich auf jeden Fall, finde ich, geändert. Früher war es halt mehr dieses, yo, ich mach das, worauf ich Bock habe. Also es war gar nicht so darauf gerichtet, hey, ich brauche jetzt diese Abos, ich brauche jetzt diese Like-Anzahl, ich brauche jetzt so und so viele Kommentare, um in den Trends zu sein oder sowas. Ein bestes Beispiel dafür, finde ich, ist Dena
Felix von der Laden, der macht jetzt genau, also ich weiß jetzt nicht, aber der macht jetzt, hat er auch gesagt, genau das, worauf er Bock hat. Hm. Und lässt sich halt nicht von irgendwas beeinflussen. So. Hm. Und das hat er ganz offiziell gesagt. Und das finde ich halt auch relativ wichtig, so, weil oh, die meisten verlieren ihren wirklichen, ja, und dann, das merkt man halt auch bei vielen, weil viele dann irgendwie aufhören, Videos zu machen, wenn es halt nicht mehr richtig läuft, weil erstens, ja, es läuft nicht mehr richtig und zweitens merken sie dann halt auch, so, das ist nicht das, worauf ich wirklich Bock habe. So. Ja, das denke ich auch. Das ist mein Beitrag. Aber ich glaube, also ich um nochmal darauf zurückzukommen mit dem größer werden auf YouTube. Ich glaube, auf YouTube ist es verhältnismäßig zu anderen Plattformen noch relativ einfach. Weil ich meine, wenn du das ganze Ding mit den Thumbnails, mit dem Suchalgorithmus und so verstanden hast, dann kommst du noch relativ gut an Zuschauer. Du hast es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf Twitch zurückgehen, da hast du halt viel schwerer. Da hast du einfach, du wirst einfach unter einer Kategorie gelistet. Wenn du null Zuschauer hast, wirst du einfach komplett unten gelistet. Wenn du viele Zuschauer hast, bist du komplett oben. Dementsprechend ist es bei YouTube nicht so. Wenn du nach einem Video suchst, dann hast du mal ein Video ganz oben mit 500 Klicks, darunter eins mit 5000 Klicks. Das ist relativ unterschiedlich, finde ich. Und dementsprechend würde ich sagen, auf YouTube ist das True. Gar nicht so hart an. Aber es ist schwerer geworden in der Zeit. Anfangs war es auf jeden Fall leichter. Ja, gibt ja auch viel mehr YouTuber, ne? Weil es halt nicht so viele gibt. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, aber jetzt wollen wir langsam umschwingen. Über welche Plattform wollt ihr denn jetzt reden? Wir haben ja noch viele zur Auswahl. Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Wir waren gerade bei YouTube. Ja. Ich würde sagen, gehen wir einfach zu TikTok rüber, ne? Da haben wir's, machen wir es kurz und schmerzlos. Ah, kurz und schmerzlos. Eure Meinung. TikTok, oh Gott, ich würde sagen, TikTok ist einfach. Uff. Ja. TikTok ist einfach trendgerichtet. Aber ich glaube, ganz ehrlich, muss ich sagen, dass die Grundidee davon gar nicht mal so schlecht ist. So. Und ich finde auch immer noch, jeder sollte das machen, worauf er Bock hat. Auf jeden Fall, ja. Aber diese Idee oder dieser Grundgedanke, der auf TikTok übermittelt wird, allein schon, wenn du so die ersten Videos in deiner Empfohlenenliste siehst, der ist ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ich glaube auch, also ich kann auch... Ja, erzähl. sorry. Erzähl ruhig zuerst. Also ich glaube, auch warum ich ein großes Problem mit TikTok habe, ist, dass der Großteil einfach nur in Anführungsstrichen Trash-Videos sind, beziehungsweise nicht irgendwie was Aufwendiges, sondern nur kurze Clips, wo du einfach irgendwas, wo jemand siehst, wie er seine Haare schwingt oder sowas. Was gab es auch Musical.ly schon. Und ich bin einfach diese Qualität von Videos gewohnt, die es auf YouTube gibt. Oder, ja, ich schaue sehr viele Vlogs und ich glaube, das ist mein Problem, dass ich einfach eine gewisse Videoqualität gewohnt bin und das kann TikTok mir einfach nicht erfüllen. Das ist das, was ich auch darüber denke. Denn wenn du siehst, was für eine Aufmerksamkeit die Leute bekommen, wenn die sich vor die Kamera stellen und dort tanzen. Es ist ja nicht mal richtiges Tanzen, das ist ja. Also ich würde das ja nicht beschreiben, aber wenn du dann überlegst, was teilweise, sagen wir mal, kleinere YouTuber an Zeit und an Zeit oder generell Kreativität und alles, die in ein einzelnes Video stecken, wenn man überlegt, dass manche einfach über Stunden an einem Video schneiden, wo man dann. Das ist einfach nicht vergleichbar so. Du stellst dich da vor die Kamera, machst die Musik an, let's go hochladen mit ein paar Hashtags und dann ist es halt fertig. Wobei man auch nicht die Leute vergessen sollte, die da auch sich wirklich eine Choreo zu ausdenken, die wirklich da kreativ die Plattform nutzen. Also ich denke schon, dass TikTok eine Plattform sein könnte, die auch für Tänzer vor allem ein großer Input oder Output für alle sein könnte, wenn sich halt alle wirklich so vorstellen, so eine Choreo ausdenken würden. Natürlich, jedem ist selbst überlassen, wie er die Plattform gebrauchen möchte. Aber ich glaube einfach, dass viele Leute einfach nur das Beispiel Lisa und Dena gesehen haben, Musical.ly, damals noch, die jetzt irgendwie 12 Millionen, 13 Millionen, 14 Millionen. Die sind verdammt. Ach, diese eine hat schon über. Diese eine TikTokerin, da hat schon über 40 Millionen Abonnenten. So, und da frage ich mich, da frage ich mich dann ehrlich gesagt, okay, die beiden können gut tanzen. Ich hab noch nie Videos von denen gesehen, muss ich sagen. Ja, können die wirklich, aber das, und dann, dass die halt mit sowas aufmerksam. Dass die dann so viel Aufmerksamkeit da bekommen haben, dass sie tatsächlich auch so viele Abonnenten dadurch generiert haben. Und so, und da frage ich mich so, und dann siehst du. Wenn man das jetzt vergleichen möchte, dann siehst du so andere Leute, die halt, wie Steven schon gerade eben gesagt hat, die sich da eben tagelang hinsetzen und ein Video schneiden und das aufwendig machen, um das auf YouTube hochzuladen oder so.
Und dann siehst du, wie zwei Mädchen sich da irgendwie rhythmisch zur Musik bewegen und damit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als dieser eine, der sich da tagelang durch gearbeitet hat. Und dann frage ich mich da so, ist das jetzt so unbedingt das, was, keine Ahnung, wie soll ich es am besten beschreiben, ist das so fair? Also, ich glaube, das sind natürlich verschiedene Plattformen. Ich glaube, das sind wir bei dem Punkt, dass du auf YouTube hast, bist du eine höhere Qualität gewohnt. Da willst du auch eine höhere Qualität erzielen, um mehr Leute zu erreichen. Und dazu kommt auch der Punkt, dass TikTok ist ja, ich will jetzt nicht sagen, in den Anfangsschuhen, aber wie lange gibt es jetzt TikTok bzw. Musical.ly? 2015? Das sind 10 Jahre weniger als YouTube. Das ist halt eine sehr, sehr späte Plattform. Genau, und dadurch hast du, da bist du am Anfang der Plattform und wenn die einen Hype generiert, dann bist du als einer der wenigen Content Creator auf dieser Plattform halt relativ schnell ziemlich weit oben. Und ich denke aber auch, wenn du deine Qualität, die du hier jetzt auf YouTube auslebst, wenn du die gleiche Zeit in so kurze TikTok-Clips stecken würdest, dann würdest du, glaube ich, auch relativ schnell Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Suchalgorithmus und so abläuft da und ob du auch wieder nur irgendwelche 30 Millionen Follower-Leute vorgeschlagen bekommst, die du dir anschauen kannst oder auch kleinere. Aber ich denke, wenn man da ordentlich Qualität reinstuft, dann kann man auch relativ schnell auf TikTok groß werden. Da geht es sehr, sehr viel um Hashtags. Hashtags, okay. Habe ich erfahren. Also Hashtags, da ist es nur meistens so, dass die halt unter ihrem Video, weiß ich nicht, 10 oder 15 Hashtags haben immer. Und dann klickst du auf diese Hashtags und dann bekommst du einen extra Suchbereich mit den, ja, abgestuft von bekanntesten Videos. Okay. Die es zu diesem Thema halt gibt. Oder auch, du kannst auch auf das Lied klicken und dann hast du halt dieses Lied und dann ist die erste halt... kannst du einstellen, entweder das Neueste oder eben, ja, das Bekannteste. Ja, aber das ist ja sozusagen genau wie bei Instagram, ne? Bei Instagram hast du ja auch sozusagen viele Hashtags. Ich nutze selber auch relativ viele Hashtags, glaube ich. Finde ich, unter meinen Posts. Ich glaube so 10 Stück ungefähr. Und da kannst du ja auch nach den Hashtags suchen. Und darauf baut sich das ja auch vieles auf. Also wenn ich das bei mir sehe, zum Beispiel, ich würde sagen 80% der Klicks auf die Bilder kommen auch hauptsächlich durch die Hashtags. Also sind schon sehr wichtig, auch auf Instagram vor allem. Ja. Ja, genau. Also ich finde im grundlegend, um dieses Thema abzuhaken, weil wir meiner Meinung nach dort alle keine Erfahrung in diesem Bereich haben, jeder sollte noch das machen können, worauf er Bock hat. Yes. Und ich sage auch einfach, hört auf, die so zu haten, lass die machen, was sie wollen und passt das irgendwie schon. Aber viele laden ja auch ihre TikToks auf Instagram hoch, weswegen wir jetzt auch bam auf Instagram kommen. Du hast meine Überleitung kaputt gemacht. Du hast einfach komplett kaputt gemacht. Was denn? Alles gut, mach weiter. wir benutzen ja alle Instagram. Der eine oder andere halt aktiver und der andere halt nicht. Ja, was sind so eure Erfahrungen mit Instagram? Seit wann habt ihr das? Habt ihr da eine Entwicklung wahrgenommen? Und so generell eure Meinung über Instagram. Ich bin wohl derjenige von uns dreien, der so generell sehr spät mit anderen Plattformen eingestiegen ist. So Twitter, Instagram. Also ich habe früher halt immer nur YouTube benutzt. Und dann so Instagram kam bei mir 2015, 16 dazu, als ich das erste Mal davon erfahren habe. So, ich habe es immer wieder bei YouTubern gesehen, als ich mehr nachdenken konnte und mehr zuhören konnte, so in dem Sinne, hab ich dann irgendwann herausgefunden, dass es Instagram gibt. Dann gab es natürlich als erstes dieses, ja, meine Freunde besitzen das auch und deswegen hole ich mir das jetzt auch. Ja, hey, ich bin derjenige. und das Erste, was mir auffällt, ist, wenn du Langeweile hast, wirst du da immer was finden, was dich entertaint. Oh ja. Also es ist wirklich, es ist so einfach, wenn du auf dieser Lupe, ist das eine Lupe da? Weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist eine Lupe. Da, wo suchen halt, ne? Dann wird dir ja vorgeschlagen erstmal, was du was du da, dann kriegst du ja erstmal so vorgeschlagen ist, was du zuletzt geliked hast und darauf basiert das ja so ein wenig, ne? Dieses,
das hat dir gefallen und deswegen hier empfehlen wir dir mehr davon. Und dann findest du durch ein bisschen rumscrollen immer irgendwas, was dich auf jeden Fall anspricht. Und dann liest du dir das durch oder dieses Video, was da eben ist, dann guckst du dir das an. Oder du findest eben Inspiration durch Fotografen, die jetzt auch dazugekommen sind, mehrere. Findest du Inspiration einfach, weil du dir denkst, damn, dieses Bild ist so cool. Und ja, auch diese Visual Effekte, die du über After Effects oder sonst was machen kannst. Und dann siehst du so Leute, wie sie das cool in ihr Bild einbauen und dann entsteht einfach so ein, keine Ahnung, so ein kreatives Kunstwerk. Und das finde ich wahnsinnig spannend an Instagram. Ja, auf jeden Fall, was ich auch, also ja, das finde ich gute Meinung. Was ich auch gut finde an Instagram ist halt auch, dass du auch, also generell wie auf allen Plattformen hast du die Möglichkeit alles zu machen. Du bist an sich, außerhalb bei TikTok, da gibt es nur das eine, die eine Art, um was zu machen, nicht begrenzt. In dein, wenn du sagst, so, ich will auf Instagram, ich will das und das hochladen, mach das so, ganz ehrlich. Und was ich bei Instagram auch ganz gut finde, muss ich sagen, ist, dass du, was heißt, weswegen das halt, glaube ich, auch viele benutzen und YouTube halt eben nicht, weil das viele fertig macht. Bei mir ist es jetzt nicht so, aber Dislikes. Dislikes machen bei YouTube viele Leute auch kaputt. Viele Leute machen es abhängig halt von Likes, Dislikes und von Klicks halt. Ne? Oh, ja. Die sind dann halt gut drauf, wenn sie viele Likes haben und wenig Dislikes und so weiter halt. Und das finde ich bei Instagram halt ganz gut, dass du da halt als Typ auch so die Möglichkeit hast, so zu sagen, no, ich bekomme halt, kann halt keine Dislikes bekommen. So. Und ich weiß, ich bin jetzt halt nicht so jemand, aber ich finde das gut auch zum Thema Mobbing jetzt, weil es gibt halt auch viele Leute so, und die dann halt wegen sowas gemobbt werden in der Schule. Ha, du hast nicht so viel Aufmerksamkeit wie ich oder was weiß ich. Echt? Gibt's das? Es gibt das wirklich. Da gibt's so viel Dokumentation auch drüber, das ist heftig. Ich habe das bei mir. Habe ich das same. Also nie ich auch bei mir im Umfeld noch nie so wirklich mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe mich einfach mit den richtigen Leuten. Ich jetzt auch nicht, aber es gibt's auf jeden Fall. Das gibt's auf jeden Fall. Und das ist das Schlimme, weswegen ich das jetzt auch so angedeutet habe mit den Likes und Dislikes. Und mittlerweile siehst du ja nicht, sieht jemand anders ja nicht mal, wie viel oder wie oft das Bild so geliked wurde. Hm. Der kann natürlich durchscrollen und zählen. Aber ihm wird das nicht direkt angezeigt. Ja. Und ich dachte, das wird nur für einen selbst so angezeigt, aber für die anderen nicht mehr. Ja, deswegen. Also ich sage jetzt aus der Sicht von jemand anders so. Ach so, okay. Genau, ich weiß nicht, Fabian, du hast ja das Skript geschrieben. Ist die pure Selbstdarstellung auf Instagram bezogen? Ja, ne? Yep. Dann hau mal da ein bisschen was so raus. Ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen. Du musst ja eine Idee dahinter gehabt haben. Ja, man hört ja immer wieder diese pure Selbstdarstellungsmäßigkeit, dass man auf Instagram, keine Ahnung, ist ja so eine Plattform, die dein Profil dreht sich ja nur um dich. So, die Fotos, die du machst, die kreative Ader, die Stories. Aber das ist so gesehen auf allen Plattformen, weil es ja schlussendlich bei deinem Profil dreht es sich nur um dich. Und dann gibt es, also ich habe häufiger, weswegen ich das aufgenommen habe, ist, dass ich es häufiger gehört habe, dass Instagram wohl eine pure Selbstdarstellungsplattform sein soll. So wirklich weiß ich das aber nicht, ob man das so bewerten könnte. Aber was haltet ihr davon? Ich glaube, das kommt immer darauf an, was du draus machst, ne? Also ich meine, ich glaube, sehr viele nutzen das für Selbstdarstellung. Aber es ist halt, es bietet sich halt gut an, dass du da einfach deinen ganzen Post von dir selber sozusagen hochladen kannst und sich selbst gut darstellen kannst und damit auch teilweise gut Likes bekommst. Aber ich würde nicht sagen, also du kannst auch auf jeden Fall sehr viel anderes machen mit der Plattform. Sehr viel anderes neben der Selbstdarstellung kannst du, sagen wir, du bist ein Unternehmen, okay, Unternehmen ist auch Selbstdarstellung, aber du stehst für irgendeine Sache, weiß nicht, eine Katze oder sowas, du hast ein Haustier und es gibt auch voll viele Accounts, wo einfach die Benutzer ihre Haustiere posten, das finde ich auch ziemlich cool. Wo die einfach nur Bilder von ihren Haustieren posten. Ja, und dann gibt es ja auch dieses, kriegt man ein Standing, also so ein gewisses Standing davon, weil man auf Instagram seine bestbearbeiteten Bilder hochlädt, und sowas, kommt das dann in der Gesellschaft auch mehr so an? Also weil ja auf Instagram siehst du immer nur diese, beziehungsweise meistens, das hat sich bestimmt auch schon ein bisschen geändert, siehst ja meistens nur die guten Seiten an sich selbst, oder? Und dann
Hat das so ein gewisses Standing, wenn du dann auf Instagram einfach nur deine bestbearbeiteten Bilder, wie ich gerade eben schon gesagt habe, hochlädst und dann irgendwie auf einer Party bist oder so? Heißt das, haben Leute eine bessere Meinung deswegen von dir oder ist das einfach nur so oberflächlich gesehen? Schwierig, also ich glaube schon, dass es auch nicht was ausmacht, weil wenn du jetzt auf einen Account gehst, wo du nur positive Bilder siehst oder so, wo die letzten 30 Bilder einfach nur freudestrahlend Selfies sind, wo die Person von ihrem wunderbaren Leben erzählt, dann ist natürlich, dann achten viele drauf und vergleichen sich sehr gerne damit, dass sie wirklich denken, sie haben echt ein scheiß Leben oder so, würden gar nichts auf Instagram posten, weil sie haben nicht so ein schönes Leben, wo sie jeden Tag was Neues, Cooles entdecken. Dabei sind die einfach, die verstehen nicht diese Fassade davor. Es gibt viele Leute, Genau, die sehen diese vergleichen auch ein Fassade sehr nicht. großes. Dass da eine Fassade dazwischen steckt und die Leute gar nicht wirklich so ein komplett schönes Leben haben, sondern einfach nur für dieses eine Bild gerade ein Lächeln aufdrücken oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie einfach ein komplett schweres Leben und möchten das halt nicht auf Instagram preistun, weil sie denken, damit kriegen sie nicht viel auf, nicht viel Klicks. Oder vielleicht wollen sie auch einfach die schlechte Laune nicht auf ihre Zuschauer übertragen oder dass die sich, wenn du jetzt siehst, wenn jemand plötzlich 2 Monate nicht mehr postet oder so, nachdem er jeden Tag was gepostet hat, dann machen sich die Leute teilweise Sorgen und denken, da ist irgendwas los. Und ich denke, das werden einige auch dementsprechend immer nur positive Bilder senden, hochladen, damit die Leute nicht irgendwie sich sonst was ausdenken oder so. Oder halt teilweise zu Selbstschutz, ne? Genau das ist, glaube ich, auch das, was es jetzt ausmacht, weil ich finde die Leute gut oder halt die wirklich auch sagen, dass jeder Mensch halt einfach Scheißtage hat. Das ist normal so. Tage, an denen es einem beschissen geht, an denen es nicht wirklich läuft, so an denen man sich fragt, so wofür eigentlich und sowas. Und deswegen finde ich auch genau die Leute gut, die sowas auch preisgeben in Stories oder was weiß ich, die wirklich das wahre Ich halt auch zeigen und nicht zeigen, ja, mein Leben ist perfekt so. Und das Auf jeden versuchen Fall. halt zu übermitteln, deswegen. Ich glaube, sehr groß auf Instagram ist auch vertreten dieser Vergleichswahn. Wenn du jetzt, ich sag mal, etwas dicker bist und dann siehst du so andere, die halt, keine Ahnung, sich in einem Sportoutfit präsentieren und eben schlank sind und keine Ahnung, dann ist dieses Vergleichswahn vielleicht auch ein großes Thema, weil du dich dann selbst mit dieser Person vergleichst, obwohl du es eigentlich gar nicht nötig hast, dich zu vergleichen. So und aber trotzdem machen es ja Oh viele. ja. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großes Thema. Ich glaube, das findet auch mehr auf Instagram statt als auf anderen Plattformen, weil du eben dieses Visuelle siehst, anstatt nur geschriebenen Text zum Und ich Beispiel. glaube, deswegen sind auch so viele Werbeanzeigen auf Instagram, weil ich will jetzt sagen, die nutzen das aus, aber doch schon Unternehmen nutzen das aus, dass halt, dass die Fans Bestimmt. von bestimmten Leuten, wenn die sich irgendwas da präsentieren, und die sagen ja auch immer so, ihr fragt immer, was ich anhabe und sowas. Jetzt zeige ich euch das so. Ich glaube, dass die Unternehmen profitieren genau von das, dass die Instagram-Leute dann sagen, ja, ich trage meine Sachen von da und Oh dann ja, wird das halt auch viel gekauft, so, muss man ganz das ehrlich stimmt sagen. ja. So, und deswegen sind halt, sagen wir mal, die Unternehmenssachen auch immer mehr vertreten auf Instagram und auch generell viele Unternehmen auf Instagram Also ich so glaube, Werbung lohnt sich auf tätig. Instagram auch auf jeden Fall für die Unternehmen. Ja. Einfach weil die Leute sich, Ja. ich meine, auf Instagram hast du nicht wie auf YouTube, dass die Leute dir, den Creator folgen, weil sie den Content geil finden, sondern weil sie die Person nice finden. Und dementsprechend auch zum Beispiel den Kleidungsstil oder sonst was. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht tragen die eine nice Uhr oder sowas. Aber dementsprechend hast du, da es mehr um dich geht, also jetzt im Haupt, in den Meisteraccounts würde ich jetzt mal so sagen, da es mehr um dich geht, hast du mehr Potenzial, die Produkte von anderen Firmen als dein Favorite zu verkaufen und das interessiert die Leute mehr und dann werden die auch ganz schnell mal auf deine Produkte übergehen, was die Werbung effektiver macht, würde ich sagen. Das auf jeden Fall, Ja. ja. Kurzer Break. Ja, was auch für mich ein wichtiges Thema ist, das habe ich heute selbst erst wieder erlebt. Findet ihr, dass man auf allen Plattformen, also wirklich alles begriffen, inbegriffen, Diskussionen führen kann? Ich finde so und so. Also heute hatte ich einen Fall, Fabian wird sich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auskennen, aber Florian auch ein bisschen.
Und zwar habe ich heute Diskussion geführt mit einem 12-jährigen RB Leipzig-Fan. So, und ich glaube, das ist immer so personenabhängig, weil mit manchen kann man einfach nicht diskutieren. Mit manchen, das lohnt sich einfach nicht. Du siehst unter einem Bild so einen richtig dummen Kommentar, so, wo du am besten was zu schreiben solltest, aber dann sage ich mir immer so, nee, lass es lieber. Sonst kommt, also wenn, nee, also manchmal denkt man sich echt, jetzt lieber kommentieren, so bevor der komplett verdummt. Aber das bringt halt einfach meiner Meinung nach, vor allem auf Instagram, nicht viel, weil die Leute das auch einfach nicht einsehen. Ja, das glaube ich auch. Ganz oft. Ich muss sagen, auf Diskussionen. Ich finde Online-Diskussionen. Soll ich jetzt ausführen? Warte. Ich glaube, Online-Diskussionen allgemein sind schwer zu führen, wenn man sich nicht hört, wenn man es jetzt nicht über Discord oder so macht. Also ich glaube, es funktioniert auch so, wenn du jetzt beispielsweise Twitter nimmst, weil Twitter ist so, ich glaube, Twitter ist die Plattform, auf der am meisten diskutiert wird, wenn es jetzt nur um so paar Zeilen geht, 140 Wörter Zeichen. oder ist die Grenze auf 200, 200, 280 Zeichen. 140, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, da ist halt die Plattform, auf der am meisten diskutiert wird. Ich finde es immer generell wenig schwierig, online zu diskutieren, weil du nie weißt, wie das bei dem anderen ankommt, wenn du nicht ihn selbst vor dir stehen hast oder ihn hörst. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied einfach. Aber ich glaube, es ist auch Und möglich. das, ja, es ist möglich, aber es ist halt schwer, weil ein Punkt trifft auf einen Kontrapunkt und die, bam, voll Oh aufeinander. ja. Und du kannst halt nicht so argumentieren, wie du in echt argumentieren würdest. Wenn du jetzt ein richtiges Gespräch führen würdest, hättest du viel mehr Argumente da für deine Meinung als ja, bei so einem Instagram-Kommentar. Ich meine, wenn du da so einen 3 Seiten-Instagram-Kommentar schreibst, dann wird er, glaube ich, nicht mehr antworten. Nach einer kleinen Werbeunterbrechung. Wir hatten alle ein bisschen Probleme mit der Kamera und so weiter, außer Fabian. Der hat einfach die ganze Zeit gewartet und auf uns. Geht Angeblich. es nun weiter mit dem Thema Twitter? Jetzt könnt ihr erstmal eine halbe Stunde gefühlt reden. Eure Meinung zu Twitter, da seid ihr ja extrem vertreten vorab, damit ich meinen Beitrag dazu auch leiste. Ich habe Twitter mal aktiv für vielleicht einen Monat benutzt und danach halt immer so mal ab und zu. Und jetzt habe ich es gar nicht mehr, weil ich es halt einfach nicht brauche. Aber euch den Vortritt, viel Spaß. Ja, Ja, voll, Flo, kurz fängst du anfangen. an? So, jetzt geht's los, halbe Stunde. Alles klar. Ich finde, Twitter hat verdammt viel Potenzial. Twitter ist nicht umsonst eine Plattform zur Diskussion. Wird auch sehr viel gemacht. Also, ich meine, zwar viel im negativen Sinne, was ich so mitbekomme, aber Twitter ist einfach eine wunderbare Plattform, um zu diskutieren oder seine eigene Meinung so kundzugeben oder in den Raum zu werfen. Ich meine, es gibt nicht umsonst diese Bubbles. Da bin ich ziemlich froh, dass es Bubbles gibt, ansonsten wäre es ziemlich ripped. Dann würdest du, glaube ich, jedes Mal geflamed werden, wenn du irgendeinen Tweet raushauen würdest, der vielleicht nicht gerade mit den Meinungen anderer Leute übereinstimmt. Das Aber ist an eh sich, schwierig. ja, das ist sowieso schwierig, das stimmt. Aber Twitter ist eigentlich, Twitter hat verdammt viel Potenzial, denke ich. Also ich nutze persönlich Twitter jetzt zum Beispiel, also ich meine, viele nutzen Twitter jetzt, um zum Beispiel auf sich aufmerksam zu machen oder ihre Videos zu promoten, die sie auf anderen Plattformen posten oder Fotos oder so. Ich meine, Leute nutzen Twitter, um ihre Instagram-Posts zu promoten. Leute nutzen Twitter, um ihre TikTok-Posts oder Um die YouTube-Posts zu Plattform einfach promoten. zu haben, so. Ja, genau, um einfach Ist. noch eine andere Plattform zu haben, wo du Netzwerk aufbaust und nochmal Leute auf deine eigentliche Arbeit zu bringen, sozusagen, um deine Community da zu vergrößern. Ich nutze Twitter allerdings eher so als, wie soll ich sagen, ich twitter eher das, was ich gerade denke. Wenn ich irgendwie gerade Same. jetzt super drauf bin oder so, dann poste ich irgendwas, was mir gerade so im Kopf kommt, wenn ich super drauf bin. Oder wenn ich jetzt ein Album heftig finde, dann poste ich das Album. Oder wenn ich jetzt gerade so eine Line aus irgendeinem Song gerade im Kopf habe, dann poste ich einfach das, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Einfach nur, um mich selbst sozusagen auszudrücken. Same. Und dafür finde ich Twitter einfach eine wunderbare Plattform. Und dann gibt es halt aber auch noch diese andere Seite, die sich sehr viel daraus macht, aus Retweets, Likes und sonst was. Und dann nur das posten, was gerade so
Ja, keine Ahnung, viel Aufmerksamkeit bekommen könnte. Oder was halt viele Leute relaten könnten. Und dann machen sich ja auch viele, eben wie ich gerade gesagt habe, was aus Likes und Retweets. Und dann ist da so ein Tweet, den du gemacht hast mit deiner Meinung. Und keine Ahnung, du sagst, schönes Beispiel, was ich nicht nachvollziehen kann. Ananas auf Pizza ist ekelhaft. Ist so, ist so, Nein, ist so, ist absolut ekelhaft. sondern dann hast du 600 Retweets und keine Ahnung, wie viel gefällt mir da drauf und dann kommt dir in den Kopf oder denen in den Kopf, ey, das war ein guter Tweet. Ich habe super viele Retweets dadurch gemacht. Ey, super guter Tweet von mir. Sowas gibt's dann halt auch oder meine Meinung ist gut, weil es hat sehr viel Zuspruch bekommen. Meine Meinung. Und so das finde ich daran etwas schwierig. Und du wirst ja auch, also wenn du ein Mensch bist, der nicht gerne viele Meinungen an den Kopf geworfen bekommen möchte oder sonst was, oder sich generell nicht so damit aufhalten möchte, zu diskutieren oder sonst was, dann ist Twitter die falsche Plattform für dich so. Und ja, du hattest auch, wie du gesagt hast, Leute posten ihre Meinung und wenn die viel Zuspruch bekommen, denken sie, ihre Meinung ist die richtige. Aber dadurch vergessen die Leute sehr schnell, dass es immer noch eine Meinung ist und nicht irgendwie ein Fakt. Und das geht sehr schnell unter auf Twitter. Und ruckzuck Yes. entsteht eine Riesendiskussion, dass, weil du denkst, deine Meinung ist einfach keine Meinung mehr, sondern ein Fakt, was viele unterstützen und verlieren komplett den Bezug dazu, werden komplett subjektiv. Okay, auch wenn sie bei einer Meinung sowieso subjektiv sind, aber die verfestigen sich dann auf ihre eigene Sicht, weil sie viel Zuspruch bekommen haben und ignorieren alles andere und werten das einfach ab, indem die sagen so, nein, meine ist das Richtige, weil sie mehr Likes haben. Ja. Yep. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele leider missachten Oh und ja, nicht sehen. sehr viele. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die dann irgendeinen Blödsinn, den sie mal gehört haben, den sie nicht selbst gesagt haben, also die eben nicht die Gedanken von sich selbst benutzt haben, sondern die Gedanken von anderen einfach so aus einem Kontext raus hauen. Das wird natürlich dann missinterpretiert, nicht so wie man es eigentlich meint. Und dann entsteht darum eine Riesendiskussion. Exakt. Also mir ist aufgefallen, ich gerate viel schneller in solche Toxic-Diskussionen, wo sich eine Partei festgelegt hat auf die Meinung, wenn ich einfach nur durch meinen Feed gehe, weil mir angezeigt wird, ey, du folgst der Person, diese Person folgt auch der Person und dann tweetet die halt das und dann sieht man darunter ja diese wie viele Kommentare unter diesem Tweet sind und dadurch gerate ich tatsächlich in sehr viele toxische Diskussionen oder auch wenn ich einfach mal durch die Twitter-Trends gehe. Oh, die Twitter-Trends, da findest du sehr schnell Diskussionen. Aber ich muss sagen, Oh mit meiner ja. Bubble bin ich relativ zufrieden. Da Ich gibt's jetzt nicht. nicht. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel Beef oder so drin, aber ich räume auch relativ häufig auf. Ich räume in letzter Zeit auch sehr oft meine Instagram oder meine Twitter-Feeds, Bubble, sag, ich glaube, kann Bubble sagen, meine Bubble ziemlich schnell auf. Blase. Sobald ich blase, sobald ich bemerke, dass irgendwie da was Toxisches abgeht, dann entfolge ich halt relativ schnell, einfach um das aus meiner Bubble rauszubekommen, damit ich einfach mehr Positivität in meiner Bubble drin habe, als dass die Toxicity übergreift und einfach meine komplette Bubble dann negativ wird. Und da habe ich keine Lust drauf. Und da verliert nämlich die Lust an die Plattform, die zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie es bei dir, Steven, war, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nach einem Monat keinen Bock mehr auf Twitter haben, weil einfach zu viel negatives Stuff da abgeht. Damit liegt es einfach nur daran, was ich angeklickt habe. Ich finde, man braucht einfach Einfach nur nicht eine. meine Plattform, so kann man so sagen. Achso, okay. Hat mich nicht weiter so, keine Ahnung, so Instagram, wo man das angefangen hat, war das so ein Punkt, wo man gesagt hat, ja, nice, das will ich gern weiterführen, aber das hatte ich bei Twitter irgendwie nicht. Okay. Ich glaube, bei Twitter brauchst du einfach nur die richtige Balance. Also, ich glaube, das machst du eh nicht, aber jetzt nur als Beispiel, wenn du jetzt einfach nur darauf beschränkt bist, ich will nur positive Tweets. So, ich glaube, machst du jetzt wahrscheinlich eh nicht. Aber ich glaube,
auch diese negativen. Also es muss so irgendwie, ich finde, eine Balance dazwischen ist perfekt, finde ich so. Ja, ich denke, die Balance findet man schon ganz einfach durch die Trends, die dir einfach so oder so vorgegeben wird. Und da wirst du mindestens einmal am Tag irgendein Toxic-Thema finden, was dich dann entweder für den kompletten Tag erstmal mit Twitter bedient hat oder wo du halt selber mitdiskutierst. Und ich finde aber ja, wenn auch, du selber ich kann auch verstehen, was Steven gerade sagte, mit dem, dass du bei Instagram mehr Bock hattest, weiterzumachen. Also ich hatte es zum Beispiel so wahrgenommen, dass Instagram ist ja, also ich meine, beides ist eine sehr selbstdarstellende Plattform, aber bei Twitter ist es weniger, geht es weniger um dich selbst, auch wenn es trotzdem selbstdarstellend ist, sondern da geht es darum, dass du dich in Diskussionen integrierst und mitdiskutierst. Da geht es viel mehr rum, finde ich, als bei Instagram. Da geht es darum, dass du halt dich einfach selbst darstellst und Leute zu dir die Meinung geben können oder zu deinen Fotos oder sowas, was bei Twitter jetzt, finde ich, nicht so stark ist. Was ich bei Twitter aber auch noch ganz gut finde, ich krieg viel mit, also was gerade auch so in der Welt abgeht, durch die Trends. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt, diese neuen News. Ja. Das finde ich sehr schön an Twitter, weil du kriegst mehrere Seiten dargestellt. Du kriegst nicht nur eine Seite dargestellt, wenn du jetzt zum Beispiel, was so eine Online-Zeitung, Ruhrnachrichten, Spiegel, sonst was. Ja, wenn du davon einen Artikel liest, hast du ja diese eine Sicht, aber auf Twitter siehst du so mehrere Sichten und das finde ich ganz cool. Das ist auf jeden Fall echt cool. Also zum Thema News und so, ich meine, ich habe wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange ich eine Twitter-Pause gemacht hatte. Ich glaube, vielleicht einen Monat, zwei. Und da war ich einfach so gar nicht mehr up-to-date, weil Instagram hält dich halt nicht so up-to-date wie, oder YouTube auch nicht so wie Twitter. Twitter ist da ein ganz anderes Level, finde ich, mit den News und so. Und ich habe echt teilweise gar keinen Bock, einfach jeden Tag durch 20 News-Seiten zu klicken und das Gleiche zu kriegen, was ich in 5 Minuten auf Twitter lesen kann. Dementsprechend finde ich Twitter für Nachrichten auf jeden Fall sehr wichtig. Definitiv. So, habt ihr noch was zu sagen zu Twitter? Tatsächlich. Glaube ich. War auf jeden Fall war wirklich spannend zuzuhören bei euch, weil es ist einfach mal was anderes so. Es ist zwar nicht meine Plattform so, aber ich finde es einfach interessant, Leuten zuzuhören, die wirklich jeden Tag da unterwegs sind. Also Retalk. Ja. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss. Wir sind jetzt einfach schon bei einer Stunde. Holy knapp, shit. Circa, roundabout. Und heftig. Die Abschlussfragen, was mir jetzt persönlich sehr wichtig ist, weil ich mich da auch mit inbegriffen fühle, wie haben wir uns selbst an den Plattformen entwickelt? Bei YouTube zum Beispiel ist es ja bei mir, wie Fabian auch schon schön aufgeschrieben hat, mein Kanaltrailer, weil jetzt habe ich meiner Meinung nach wirklich das gefunden, worauf ich wirklich Bock habe. Und davor war das immer so, und ich glaube einfach, dass bei mir dazu kamen so neue Themengebiete, wie jetzt auch die Podcasts, die mir einfach extrem viel Spaß machen, so mit anderen über verschiedene Themen zu reden. Und ich glaube, man ist auch anhand, also man ist, klar, man ist erwachsener geworden, so an sich auch. Klar, man hat Pubertät und sowas durchgemacht. Ja. Aber ich glaube auch einfach, dass man an den verschiedenen Social Medias wirklich ja erwachsen geworden ist, kann man so sagen. So, man hat sich daran auch mitentwickelt, so kann man so sagen. Ich find's super, also aus meiner Sicht jetzt, es wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein, dass die Plattformen so zu einem Zeitpunkt entstanden sind, beziehungsweise groß geworden sind, wo man selber noch ziemlich klein war, wodurch man sich einfach über die Jahre mit den Plattformen mitentwickelt hat, wie du gerade schon meintest. Und das ist, dass die Plattformen, die haben einen einfach bis jetzt das ganze Leben so wirklich, nicht das ganze Leben, aber schon einen großen Teil des Lebens einfach begleitet. Geprägt. Und man ist mit denen aufgewachsen. Ja, genau, geprägt. Kann man, ja, geprägt ist jetzt relativ. Also wenn dich Twitter prägt, dann bist du ziemlich toxisch heutzutage. Aber ich finde schon cool, wie das so ist, dass du einfach mit den Plattformen aufwächst. Ja. Und dass sie dich einfach, die Plattformen wachsen mit dir. Es ist nicht einfach so, dass die Plattform ja so bleibt, wie sie du ist. Du entwickelst dich an den Plattformen oder ja, genau. Genau. Ja, keine Ahnung, vieles hat ja, aus meiner Sicht, vieles hat ja mit Langeweile begonnen. So YouTube-Videos zu machen oder so, hat bei mir aus... Und Ende mit Langeweile. Nee, also es hat vieles aus Langeweile so begonnen, mit Videos machen oder so. Für mich war da eine Inspiration mein Bruder, weil der sich sehr früh damit auseinandergesetzt hat und auch Minecraft-Videos hochgeladen hat. Und
da hat sich das bei mir, hat das bei mir so angefangen. Und jetzt, wenn ich darauf so zurückblicke, weil die Videos sind privat oder so, dann kann ich die selbst so sehen. Dann ist es so ein wenig so, oh Gott, das war damals so und so und so und so habe ich gesprochen. Und ich finde es, einerseits finde ich süß, es zu sehen, andererseits schäme ich mich auch so dafür. Ja, aber das warst du einfach früher, das warst Ja, du. So, eben, das exakt. wirst du auch nicht so E verändern können, eben, aber deswegen. Und ich. deswegen finde ich es ja Ich würde einerseits das auch gar auch. nicht ändern wollen. Ich würde das auch gar nicht ändern wollen. Ich meine, du hast dich sozusagen damit selbst dokumentiert teilweise. Ja, schon klar, Das aber finde ich zum Beispiel an den Videos auch ziemlich nice. ich hatte natürlich sehr viele Namensfindungsphasen, bis ich zuletzt Farpix kam. Habe Ja. dementsprechend auch nicht alle Videos, beziehungsweise, was mich sehr traurig macht, die Hoaxy-Videos, die ich nicht mehr habe. Ja, kannst du noch auf meinem Kanal nachgucken. Link ist unten in der Beschreibung. Marketing. Nein, kannst du machen. Und ja, aber rückblickend ist das Ganze einerseits, wie ich es gesagt habe, schön zu sehen, andererseits so wenig, ah, okay, so war das damals. Bisschen Shame und Ja. so. Aber insgesamt habe ich jetzt auch, keine Ahnung, ich glaube, dadurch, dass man einfach mit diesem Plattform aufwächst, hat man dafür ein höheres Verständnis und auch man entwickelt sich ja selbst auch noch weiter und hat einen dementsprechenden anderen Blick Exakt. dann nochmal da drauf und das finde ich ganz schön, ja. Das Auf war jeden so Fall. weird. So weirde Gedankengänge. Egal, alles gut. Genau, darum sind wir hier. Gibt es eine Person oder vielleicht auch ein Ding, so weswegen ihr. Wir fangen jetzt mal mit YouTube an. Oder generell, wir können sagen, gibt es eine Inspiration, wieso ihr euch angefangen habt, selbst darzustellen, kann man das so sagen? Also selbst angefangen habt, so was hochzuladen. So auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, was weiß ich. Gibt es da eine bestimmte Inspiration, vor allem auf YouTube, muss man ja sagen, bei der. Wie ich ja Also auf YouTube würde ich. gerade Auf eben. YouTube würde ich sagen. Alles klar, Fabi, du bist dran. Oh, sorry. Du bist dran. Okay, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, vieles ist aus Langeweile entstanden. Und so hat das eigentlich auch angefangen. So einfach aus Langeweile heraus. Inspiration. Ja, also Videos. Die gibt's schon. Zum Beispiel, Flo hat mir letztens eins gezeigt, wo jemand mit Mauerstein einen Song gemacht hat. Wie hieß er? Hast du zufällig den Namen? Dan Mace war die Person, die hat einfach mit dem Ziegelstein einen kompletten Song gemacht. Und Einfach mit dem Einzelnen, also nicht. das Ja, fand. die hat einfach aus Ziegelstein Musik gemacht. Ja, Das war einfach moin. unglaublich. Das fand ich mega inspirierend. Ausschlaggebender Punkt, der mich jetzt dazu gebracht hat. Langeweile. So, ich habe andere gesehen, wie sie das gemacht haben und habe mich gefragt, hey, kann ich das auch? Und dann habe ich das einfach gemacht und dann war eben dementsprechend, wie ich gerade eben schon erzählt habe, mein Bruder derjenige, der damit früh begonnen hatte. Und dann habe ich mir das so angeguckt, wie er es macht und habe dann dementsprechend auch erstmal angefangen, einfach auf Aufnahme zu drücken und so hat das sich irgendwie entwickelt und dann habe ich Spaß daran gefunden, konnte immer mehr nachvollziehen, warum das so viele Menschen machen und jetzt bin ich hier und übrigens, fiese Anmerkung von dir, Steven, endet in Langeweile, weil ich meinen YouTube-Kanal jetzt nicht so aktiv betreibe. Ja, ich aber auch nicht. Also, wenn, dann hat er uns beide Ja. gedisst. Aber mir macht Stream einfach momentan mehr Spaß und ich wollte ja anfangs eigentlich Stream-Highlights da rausmachen. Jetzt denke ich mir, wenn ich die Länge sehe, so 8 Stunden, 6 Stunden, dann und du nicht so weißt, hey, da ist ein Highlight-Punkt, da ist ein Highlight-Punkt. Ist das Ganze schwierig? Es soll aber nicht heißen, dass ich daran keinen Spaß hätte, weil Schneiden macht mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß, aber es braucht halt länger und dann. Naja, momentan ist die Motivation nicht ganz so groß, diese Videos zu schneiden oder so eher streamen jetzt wieder, obwohl ich ja auch erstmal 24 Tage Pause gemacht hatte.
Inspiration, so richtig Inspiration für kreativen Stuff habe ich, glaube ich, nur so auf Instagram aktuell. Durch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Peter McKinnon, sehr bekannt. Und er inspiriert mich halt übel, erstmal mit seinen YouTube-Videos und mit seinen Instagram-Posts. Ich finde die Fotos und die Videos einfach so qualitativ geil. Obwohl das einfach nur simple, ich meine, er hat ein Video gemacht, ich glaube 10 Minuten lang ging das, wo er einfach seine Garage aufgeräumt hat. Und das war einfach durch seinen Humor und seine Art im Zusammenspiel mit dem Kamera-Knowledge bzw. mit dem Film-Knowledge, was er hat, ist einfach so ein nice das Video rausgekommen. Genauso wie, wie ist er noch gleich? Casey Neistat. Finde ich, ist auch super inspirierend, was Filmen und so angeht. Ja. Aber ich filme jetzt aktuell nicht so viel. Ich habe aber auch, wie gesagt, lange Zeit jetzt Twitch gemacht, durchgezogen. Mhm. Und ich muss sagen, Twitch ist für mich jetzt kein the way to go. Also Inspiration habe ich auf Twitch auch jetzt nicht wirklich. Irgendwer, der mich inspiriert. Da bin ich eher so auf Twitter inspiriert worden. Twitter war's? Nein, Instagram. Also ich bin ja eher im deutschen Raum aktiv, würde ich mal so sagen. Also ich gucke nicht viel englische Videos. Letztes halt wieder öfter. Aber ich muss sagen, von Anfang an bis jetzt war von der Art und Weise, von der Filmtechnik und generell von der Person her, wie ja die bestimmte Person drauf ist, die ich gleich nenne, muss ich sagen, Felix von der Laden war schon immer so gewisserweise eine Inspiration, weil er einfach das Ding durchzieht, worauf er Bock hat. Und filmtechnisch auf jeden Fall auch ein Vorbild. Gibt es aber auch viele andere, die man da als Vorbild nehmen könnte. Mhm. Und ich finde einfach von der Art und Weise her, ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon, was heißt, 7, 8 Jahre verfolgt, ihn safe schon, ist er einfach, ja, ein Vorbild, muss man schon sagen. Auch wenn man nicht immer aktiv war, aber man hat immer irgendwie ein Video von ihm geguckt und dachte man dann so, yo, lol, Alter, heftiges Video so von der Qualität her, wie wäre es denn, wenn man sowas auch mal macht? So, weißt du? Ich finde es spannend, dass man seinen Entwicklungsweg auch so nachvollziehen, kann man so sagen, weil man einfach sieht, wie er sich immer verbessert hat. Und das finde ich super cool zu sehen. Auf jeden Fall. Man sieht ja sogar, wie sozusagen, wenn man das auf Felix von der Laden sieht, man sieht ja sogar, wie er aufgewachsen ist. Mhm. Wann hat er angefangen? Ich glaube, mit 15 hat er mit YouTube angefangen. Oder 17? Ja. Ich glaube, mit 17. Aber früher noch mit den er ja angefangen. Studium und alles noch gehabt. Mhm. Da hat er letztens selbst auf sein Video reagiert, wo er einen Tag in seinem Leben gemacht hat. Das ist einfach so ein Unterschied, ne? Yep. Mediakraft früher noch gewesen. Ach, das waren Zeiten. Hashtag Freiheit. Das waren echt auch ein sehr virales Thema. Ja, das muss man aber auch sagen, dass solche Streits, das war jetzt noch auf einer anderen Ebene, aber generell, ich habe ja letztens den Podcast von Dena mit Lion TV geguckt und da hat er auch drin gesagt, zum Beispiel Lion hat er auch ein extremes Streitthema mal gehabt. Und man muss sagen, dass es in den Jahren von YouTube auch sehr entwickelt hat, dass es früher halt so einzelne Fälle gab, also nur wenige Streits, die sich sehr, sehr hoch gepusht haben, wo man wirklich nach Wochen noch gesagt hat oder immer noch drüber gesprochen hat. Und heutzutage ist einfach so, dieser Streit, das gucken Leute gerne, so gefühlt. Jede Woche neuer Beef, was weiß ich. Also das hat sich halt, ich würde schon negativ sagen, weil die Leute wollen das sehen so. Auch letztens hatte ich geguckt, Monte und Knossi, weil Knossi halt in irgendeinem Punkt Monte überholt hat. Bei Twitch. So. Und Monte dann auch direkt, so, mir sind die Zahlen egal, meine generellen Zahlen wird erstmal niemand toppen auf Twitch, weil der ist in Deutschland halt. In Deutschland einen riesen Abstand zum zweiten. Und er hat gesagt, die Leute wollen safe sehen, dass es zwischen den beiden einen heftigen Streit gibt. So. Ja. Weil das würde einfach Klicks bringen und was weiß ich, aber die haben gesagt, die brauchen das einfach nicht. Ist auch einfach so. So, wenn man sich gut versteht, dann muss man sich sowas nicht vormachen. So. Und viele machen das einfach um Klicks so, Klicks zu geiern und so was weiß ich. Leider. Sehr viele. Leider. Deswegen sind diese Beefs noch die Sache zwischen T-Series und PewDiePie zum Beispiel, das fand ich schon echt lustig. Ja. Das war auch eher so Entertainment als alles andere. Ja. Und das fand ich ziemlich super umgesetzt. Also jetzt nicht von T-Series Seite, sondern von PewDiePie Seite, weil T-Series hat ja gar nichts dazu gemacht, glaube ich. Das fand ich schon echt witzig. Obwohl ich glaube, T-Series hat das ein bisschen ernst genommen, die Zuschauer dafür nicht. Aber ich meine, so Beefs. Ich glaube auch damals, da haben sich die YouTuber mehr auf sich selbst konzentriert und auf ihre eigenen Videos und da Zeit reingesteckt. Und mit den Jahren sind immer mehr Leute dazugekommen, die sich auf
die anderen konzentriert haben, anstatt auf sich selber und seinen eigenen Kanal und darauf teilweise sogar ihre Kanäle aufgebaut haben. Ja, und versuchen aber besser zu sein als die Konkurrenz. Andere bewerten oder kritisieren. Ja, zum Beispiel, ja. Obwohl, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde eher so, wenn die öffentlich in ihren Videos die anderen Personen zum Thema machen, anstatt selber sozusagen eigene kreative Ideen umzusetzen. Das ist das, was ich gerade meinte. Das stimmt. Da hast du viel mehr auf YouTube in den letzten Jahren gewonnen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. An Personen. So, eine abschließende Frage. Wir haben ja auch eine. So, erstmal eine abschließende Frage. Nachdem wir über Social Media echt sehr, sehr nice geredet haben, also wirklich über eine Stunde lang, sehr, sehr, ich würde nicht sagen befreit, klingt jetzt komisch, aber ist so. Wir haben über sämtliche Plattformen geredet, über Erfahrungen, wie wir uns selbst entwickelt haben. Möchte ich jetzt eine Abschlussfrage stellen? Und zwar, wie sehr nimmt Social Media euren Alltag, euer Leben ein? Und könnten wir uns ein Leben ohne diese Plattform, also komplett ohne diese Plattform vorstellen? Ich überlasse euch den Vortritt. Also, wenn ich jetzt so YouTube und Twitch und sowas halt dazu zähle, zu diesen Plattformen, dann wird das, glaube ich, schon sehr schwierig mit dem, weil ich meine, mein Tagesablauf besteht halt schon sehr viel aus digitalen Medien. Also, zum Glück ist jetzt Spotify nicht bei. Ich meine, Spotify ist mein komplettes Leben. Ich verbringe 24 Stunden am Tag auf Spotify, egal ob ich schlafe oder wach bin. Ohne Musik kann ich nicht schlafen. Aber, also, wenn Spotify ist auch da drin, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Aber ich glaube, ohne YouTube und Twitch könnte ich leben, aber es wäre verdammt schwer. Ich meine, Twitter und Instagram auch dazu, ne? Ich will es nicht. Ja, gut. Habe ich jetzt schon mitgesehen, aber YouTube und Twitch sind für mich jetzt die ausschlaggebenden Punkte darin. Auf Instagram und Twitter könnte ich verzichten. Aber auf YouTube und Twitch will ich nicht verzichten. Generell einfach. Die haben mein Leben geprägt, so. Das ist ja auch einfach so außerhalb von dem, was wir selbst machen, ist es ja auch einfach so ein Zeitpuffer. Ich meine, was sagen immer sehr, sehr viele Creator so, die erfreuen sich über die Leute, die wirklich im Endeffekt sagen, die gucken sich solche Videos von YouTubern an oder jetzt auch ich mache das beispielsweise, wenn ich einen harten Tag hatte und ich abends einfach meine 2 Stunden dann haben möchte, dann ist es halt einfach auch so zum Runterkommen so. Solche, das brauche ich halt auch einfach, ohne jetzt abhängig irgendwie zu wirken oder so, aber das bringt einen einfach so runter, wenn man dann so, weiß nicht, auf Instagram ein bisschen rumscrollt, ein paar Videos guckt, was weiß ich, dann kommt man auch einfach so runter und bekommt einfach auch im Kopf neue Ideen so. Aber irgendwann muss man halt auch wissen, stopp, weil wenn du einmal da drin bist und dann geht das halt auch gerne mal bis 2, 3 Uhr so. Und das ist halt, denke ich mal, auch das Schlimme bei Social Media, du kommst da sehr, sehr schwer raus, wenn du dann ein Video siehst und dann gehst du wieder in die Materie rein, dann ist noch eine halbe Stunde mehr und dann was weiß ich. So, und das ist halt sehr, sehr anziehend, würde ich es mal so nennen. Das auf jeden Fall. Als Flo gerade, das macht sehr schnell mal abhängig. Als Flo gerade gesagt hat, mein Tagesablauf, muss ich an die Lochis denken. Durchgehend online. Oh, das ist auch ein sehr guter Track. Aber er beschreibt, glaube ich, auch relativ gut, was heute abgeht. So. Tatsächlich, ja. Ne? Ja. Zur Frage, schwierig. Also, wie Flo das gesagt hat, mit Twitter und Instagram verzichten, fühle ich, könnte ich auch. Wäre für mich kein Problem. Auf Instagram bin ich eh nicht so aktiv, bin ich eher nur am Rumsuchen quasi, aber poste da halt nicht selbst. aber YouTube und Twitch, wie eben Steven gerade schon gesagt hat, wenn man einen harten Tag hat und sich dann einfach nur ins Bett chillt und dann die Videos guckt oder sonst was, dann finde ich das eben auch, ist schon so ein Teil, auf den ich ungern verzichten wollen würde. Aber ich glaube auch, es wäre möglich. Nur wenn ich in dieser Situation wäre und darauf verzichten müsste, wüsste ich tatsächlich jetzt nicht, was ich machen würde. Tatsächlich. Das stimmt, ja. Bücher lesen, Luz. ich glaube, mich jetzt auch immer anspornt, neue Videos zu machen, sind ja auf jeden Fall nicht in der Größe die Klicks oder sowas, sondern es erfreut mich einfach, dass es wirklich, auch wenn es an einer Hand abzählbar ist, Leute gibt, die sich das Video komplett angucken und die dann auch sagen, jetzt so im Grunde genommen interpretiert, die Zeit hat sich gelohnt, es ist ein nices Video, auch gerne dann mal halt kommentieren oder was weiß ich, und das ist einfach die Inspiration, dass man weiß, es gibt auch Leute, die sich das angucken. Und das ist einfach heftig so. Und gut, die anderen Dimensionen, was die
großen YouTuber jetzt haben, was weiß ich, das brauche ich auch gar nicht. Das ist einfach heftig zu sehen, dass es auch Leute gibt, wirklich, die sich für das interessieren, was du selbst dann machst. Und dann fühlst du dich auch einfach so, das heißt, ich finde dich besser, aber... Du fühlst dich, als würde es ein bisschen mehr Sinn machen, was du machst. Ja, das so bringt nicht nur dich weiter, sondern es bringt auch noch andere Leute was. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du mit deinen Videos nicht nur dein Hobby ausleben kannst und Spaß daran hast, sondern auch noch andere Leute damit begeistern kannst, die daran Spaß haben, die Videos zu sehen. Das ist schön, und das gesagt. Ist halt auch das Ding, dass das sollte sich aufbauen, also halt dieses Gefühl. Und wenn man dann irgendwann Reichweite gewinnt, dann sollte man trotzdem noch dieses Gefühl haben, ich mache das gerne, was ich mache und nicht auf Zwang. Genau. Und auch noch diesen Gedanken dahinter haben, dass es mich erfreut und immer noch so diesen Realismus haben, weil ich glaube, viele große YouTuber können sich das gar nicht vorstellen. Die können, also kannst mir nicht sagen, dass große YouTuber vor einer, also wenn die 100.000 Abonnenten haben, vor einer 100.000 Abonnenten Kulisse irgendwas sagen. Auf so einem Festival wäre jetzt hart, 100.000 Leute auf einem Platz. Aber ich sag mal so, 10.000 Leute, fällt es den meisten, glaube ich, schwer auch zu reden so. Weil dieser Größenwahn, nenne ich jetzt mal, diese in den Videos haben, das kommt einem Realisten, also im Echt gar nicht so vor. Ja. Nee. Stell dir mal vor, du vor einer Million Leute oder sowas, Alter, das wäre heftig. Das wäre ultimativ heftig. Außer du bist so ein Bühnentyp. Das wäre dann der Super Bowl oder so. Wie viele Zuschauer gibt es da? Keine Ahnung. Safe auch so eine Million oder so. Also live dabei sind im Stadion. Obwohl, dann brechen wir mal eben die Kontaktsperre und dann ist los da. Gut. Oh, wollt ihr noch irgendwas sagen? Wir haben eigentlich über alles geredet. Würde ich auch sagen. Ja, ich würde auch sagen. Die Themen ganz gut abgearbeitet. Ja, was hast du abgearbeitet? Also ich fand's echt sehr, sehr gut. Indirekt natürlich. Ja, klar. Aber ich muss sagen, dieser Podcast war wieder sehr, sehr schön, weil er sich wieder von alleine aufgebaut hat. So, und man konnte einfach frei über alles reden. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr beide dabei wart. Gerne. Seid. Ja, danke fürs Einladen. Und ich würde sagen, checkt die Jungs auch auf jeden Fall auf Social Media ab. Daumen geht raus, genau. Grüße gehen raus an die Leute, die bis jetzt zugehört haben. ich würde einfach sagen, checkt die beiden auf jeden Fall ab. Habt ihr noch einen Abschlusssatz, den ihr gerne noch den Leuten beibringen wollt? Beibringen wollt? Ja, das klingt komisch. Nee, ich glaube, wenn wir jetzt sowas sagen wie Stay at home und bleibt gesund, das wäre eigentlich... Genau, bleibt einfach gesund. Bleibt einfach gesund, ja. Fertig. Und abonniert uns. Oh, gut, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao.